Jutta! Jutta, hey! Alter, ich kann Graben, ha? Ja. Jutta! Jutta! Anna, hey! 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 Anna, hey! Jenny! Look at me here! Yep, Große Fein! Und ausdrucksvoll. Sie hat einen gut geformten, femininen Kopf mit dunklen Augen, korrekten Ohren. Der Widerriss ist hoch und lang, der Rücken gerade und fest. Die Puppe sollte eine nur abends länger sein, bei guter Lage. Die Vorhand ist gut, die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt, die Schrittfolge von vorne ist korrekt. Hinten tritt sie etwas eng, muss sich auch noch stabilisieren. Brustverhältnisse sind absolut altersgerecht. Eine Hündin, die sehr harmonisch ist, die sich hier sehr gut präsentiert von Anfang an. Vielversprechend erster Platz, herzlichen Glückwunsch. Großrahmig ist sie, typ- und ausdrucksvoll. Sie hat einen sehr kräftigen, gut geformten Kopf mit korrekten Ohren. Der Widerriss ist hoch und lang, der Rücken gerade und fest. Die Gruppe sollte weniger geneigt sein und auch etwas länger. Die Vor- und Hinterhand ist sehr gut gewinkelt. Die Brustverhältnisse sind altersgerecht und ausgeglichen. Die Front ist gerade. Hier sollte sie sich im Vordermittelfuß noch etwas stabilisieren. Sie neigt auch etwas zu zehn weiter Schrittfolge. Hinten tritt sie eng und muss sich auch noch stabilisieren. Insgesamt hat sie sehr harmonische Gänge und bei guter Gleichgewichtslage mit sehr gutem Raumgewinn. Vielversprechend, zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch. Die Katalognummer 73 ist eine Hündin, die schon recht ausgetieft ist. Sie ist ausdrucksvoll, sie ist sehr gut pigmentiert. Sie hat einen sehr gut geformten, ausdrucksvollen Kopf mit schöner dunkler Maske, dunklen Augen, korrekten Ohren. Der Widerriss ist hoch und lang, der Rücken gerade und fest. Die Gruppe hat gute Lage, sollte etwas länger sein. Sie hat sehr gute Winkelung der Vorhand. In der Hinterhand ist sie schon an der Grenze der Tiefe der Winkelung. Die Schrittfolge von vorne ist korrekt und gerade. Hinten tritt sie eng und muss sich deutlich stabilisieren und ist hier auch ihren Bezwingerinnen unterlegen. Auch sie zeigt hier dynamische Gänge mit sehr guter Schrittweite. Vielversprechend in der Platz, herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls eine vielversprechende Hündin. Sie ist ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert. Sie hat einen sehr gut geformten Kopf mit dunklen Augen und Ohren, die korrekt sind. Der Widerriss ist normal gebildet, der Rücken gerade und fest. Sie ist leicht gestreckt. Die Puppe sollte weniger geneigt sein und etwas länger. Die Vorhand ist noch gut gewinkelt, die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt. Sie hat korrekte Schrittfolgen von vorne und von hinten. Die Brustverhältnisse sind altersgerecht. Sie entwickelt hier fließende Gänge mit noch guter Gleichgewichtslage. Vielversprechend, vierter Platz, herzlichen Glückwunsch. Letzter Aufruf. 9 tot 12 Mann tiefen in Ring 4 von der Stammkürze.